Ja, mein Thema heute ist Dharma-Praxis in der Paarbeziehung. Und es kam schon gerade, jemand meinte, worüber redest du da? Worum geht's da? Und ich muss euch leider enttäuschen. Ich werde jetzt nicht über irgendwelche geheimen tantrischen Sexpraktiken sprechen oder so, sondern es ist sehr viel simpler und einfacher. Also falls ihr solche Fantasien habt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber sollte das so sein, muss ich euch direkt enttäuschen. Aber wir betonen natürlich hier bei Triratna ganz besonders, ich denke, alle praktizierenden Buddhisten betonen wahrscheinlich ganz besonders, dass Praxis nicht nur auf dem Kissen stattfindet, weil dann wäre das echt wenig, ne? Vielleicht eine halbe Stunde am Tag oder eine Stunde am Tag, wenn es hochkommt, sondern dass Praxis sich auf alle Lebensfelder ausdehnen sollte. Wenn wir es ernst meinen mit unserer Dharma-Praxis, dann sollte die in jedem Lebensbereich zum Tragen kommen und jeden unserer Lebensbereiche berühren und transformieren. Und deswegen nehmen uns auch manchmal einfach konkrete Lebensbereiche raus und beleuchten, wie kann Dharma-Praxis in diesem Feld aussehen. Und wir haben jetzt diese drei Abende zum Thema Liebe, Paarbeziehung, Sex. Das ist der zweite Abend. Und letzte Woche hatte ich viel gesprochen, erstmal so zu den Bildern, die uns begleiten, zu den Mythen, die wir so mitbringen zum Thema Liebe und Beziehungen, teilweise Einflüsse aus dem Christentum, sehr stark auch Einflüsse aus dieser Idee von romantischer Liebe, das hatte ich ein bisschen beleuchtet, hatte ein bisschen gesagt, was ist die Haltung des Buddhismus gegenüber Ehe, Paarbeziehung, hatte einige Gedanken zum Thema Liebe mitgebracht, also ne, was ist der Unterschied zwischen anhaftender, klammernder Liebe und Liebe, wie wir sie normalerweise hier verwenden, im Sinne von Metta, von Loslassen der Liebe, verliebt sein, was hat das damit zu tun? Und hatte betont die Wichtigkeit, dass man nicht alle seine zwischenmenschlichen Bedürfnisse, auch wenn das gesunde Bedürfnisse sind, dass man nicht alle seine zwischenmenschlichen Bedürfnisse auf eine Person richtet, weil das meistens für die meisten Menschen eine totale Überforderung ist und dass der Buddhismus uns ermutigt, eine Bandbreite von tragfähigen, tiefen Verbindungen, Beziehungen, menschlichen Beziehungen zu entwickeln, das nicht so auf eine Person zu fokussieren. Also das waren meine Themen letzter Woche und diese Woche wollte ich mir gucken, okay, und was kann man denn, wenn man nun in einer Paarbeziehung ist, ich setze nicht voraus, dass das alle hier sind, vielleicht sind hier hauptsächlich Singles, aber wenn man in einer Paarbeziehung ist, wie kann man da den praktizieren? Und dann dachte ich, ach naja, das ist ja simpel, das wird ein Kurzvortrag und dann können wir in Gruppen gehen und darüber reden und dann kam immer mehr und ich denke, ich werde nur so einen kleinen Teil dessen, was man darüber sagen könnte, überhaupt heute ansprechen können. Also was ich meine mit Paarbeziehung ist, jede verbindliche, jede halbwegs verbindliche Beziehung, ob zwischen Mann und Frau oder gleichgeschlechtlich, ob die wirklich als lebenslang konzipiert ist, vielleicht wie in dem traditionellen Bild der Ehe, oder mehr als eine verbindliche Beziehung, aber auch von unbestimmter Dauer, das ist egal. Ich glaube, unsere Dharma-Praxis sieht gleich aus, egal ob das eben diese oder jene Form annimmt. Das heißt, jede Form von halbwegs verbindlicher Paarbeziehung ist, was ich so im Blick hatte, als ich so meine Gedanken formuliert habe. Und ich dachte, ich gucke erstmal, was der Buddha dazu gesagt hat. Und das hatte ich relativ schnell über die Bühne gebracht, weil er dazu nämlich gar nicht viel gesagt hat. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich den ganzen Pali-Kanon kenne, das ist definitiv nicht der Fall, aber mir ist keine einzige Lehrrede bekannt, die wirklich genau das zum Thema gehabt hätte. Wenn ihr eine kennt, super, ich kenne sie nicht. Und wenn man so ein bisschen recherchiert, dann ist die Lehrrede, die immer wieder auftaucht, ist das Sigalovada-Sutta. Das hatte ich letzte Woche auch schon erwähnt. Und in dem Sigalovada-Sutta, da begegnet der Buddha auf seinem Almosengang einem jungen Brahmanen. Und dieser junge Brahmane macht so ein brahmanisches Ritual, wo er alle sechs Himmelsrichtungen begrüßt und Feuerrituale und Feuergaben darbringt, um die sechs Himmelsrichtungen zu verehren. Und der Buddha sagt, ja, das ist sehr schön, dass du das machst. Aber eigentlich macht man das mit den sechs Himmelsrichtungen noch ein bisschen anders, wenn man die wirklich verehren will. Und dann vergleicht er die sechs Himmelsrichtungen mit sechs Arten von wichtigen Beziehungen im Leben und erläutert diesem jungen Mann, wie er jede dieser Beziehungen im Sinne des Dharma pflegen und entwickeln sollte. Und eben nur eine dieser sechs verschiedenen Arten von Beziehungen ist die Beziehung, die Paarbeziehung. Die anderen Beziehungen sind Beziehungen zu Lehrern, zu Eltern und so weiter. Und das heißt, das ist schon mal die erste Botschaft in diesem Sigalovada-Sutta, ist, Paarbeziehung ist nur eine von vielen. Das hatte ich aber letzte Woche ausreichend betont, da sage ich jetzt nichts mehr dazu. Und dann sagt er aber noch ein bisschen was Konkreteres dazu, was so seine Ratschläge für das Ausleben der Beziehung zwischen Mann und Frau sind. Natürlich zur Zeit des Buddha ist es eine Mann-Frau-Beziehung. Und für den Mann sagt er, auf fünf Arten junger Haushälter sollte eine Frau durch ihren Mann unterstützt werden. Und dann kommt eben diese Liste von fünf Sachen.
Das erste ist ihr zuvorkommend sein. Andere Übersetzer sprechen das Wort Hochachtung, Hochachtung entgegenbringen, oder andere Übersetzer wiederum verwenden das Wort Höflichkeit. Ich habe mal geguckt, das Pali-Wort ist Sammamana, was so viel heißt wie im Geist hochhalten, im Geist als etwas Hohes sehen. Also das fand ich schon mal ganz interessant. Der erste Ratschlag, den der Buddha gibt, ist überhaupt nicht, du sollst das und das tun oder du sollst das und das lassen, sondern ist eine geistige Sache, ist eine Frage der Haltung. Das allererste, was er sagt, ist, die Haltung sollte eine von Respekt, von Wertschätzung sein, in unseren Worten. Das fand ich spannend. Dann sagt er, der Mann sollte die Frau nicht gering schätzen, was ein bisschen das Gleiche uns scheint, aber vielleicht nicht nur das im Kontext der Zeit sehen und im Kontext Indiens in der Zeit, wo Frauen einen sehr, sehr geringen Status hatten. Also eine Frau hatte einen sehr, sehr geringen Status. Auch heute wissen wir, in Indien haben Frauen immer noch, besonders in ländlichen Gebieten, viel geringeren Status als Männer. Man kann das manchmal daran ablesen, dass in besonders rückständigen Gemeinschaften, Bevölkerungsgruppen, nach wie vor die Quote von kleinen Jungen gegenüber kleinen Mädchen ganz ungleichmäßig ist, weil weibliche Säuglinge deutlich weniger gut gepflegt werden und einfach eine viel höhere Kindersterblichkeit dann haben, Säuglingssterblichkeit, oder sogar vielleicht sogar sterben gelassen werden. Also es ist heute noch so, dass tatsächlich kleine Jungen bessere Aussichten haben, von Bildung und sowas ganz zu schweigen, überhaupt zu überleben, je nachdem, wo man ist, in welchem Teil Indiens. Das heißt, es war sozusagen zur Zeit des Buddha in Indien durchaus was Radikales und Fortschrittliches zu sagen, ja, der Mann sollte seine Frau nicht als geringer schätzen, sondern das ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Für uns sollte das selbstverständlich sein. Zu der Zeit war das alles andere als selbstverständlich. Das Dritte, was er sagt, er sollte ihr treu sein. Und damit ist ganz klar auch sexuelle Treue gemeint. Und er sollte ihr führende Aufgaben übergeben. Ein anderer Übersetzer sagt, von seinem Herrschaftsanspruch zurücktreten. Und in einer englischen Übersetzung habe ich gefunden, handing over authority, also der Frau einen Raum geben, in dem er nicht reinredet und wo sie Macht hat oder Autorität über ihre eigenen Entscheidungen. Auch das zu damaligen Zeit durchaus fortschrittlich. Und ich denke, selbst für unsere heutige Zeit kann man daraus was lernen, ja? Dem anderen Raum zu geben. Ja, es ist Botschaft von dem anderen Menschen Raum zu geben, in dem man sich nicht einmischt. Und das Fünfte ist ziemlich süß. Der Mann sollte seine Frau mit Schmuck ausstatten. Finde ich nett. Könnt ihr euch mal was von abschneiden, Männer? Wiederum aus dem Kontext der Zeit herausgelesen, wie ich das lese, was das allgemeinere Prinzip ist, ist tatsächlich gegenüber deinem Partner oder seiner Partnerin in dem Fall großzügig sein. Also nicht nur eine Beziehung, wo es nur Nützlichkeit geht oder um was Pragmatisches, sondern sich Raum geben, was Schönes zu haben. Ja, großzügig. Bitte? Buddhismus unterscheidet da nicht, weil Ehe, also sobald zwei Menschen, Mann, Frau zusammenleben, dann war das eine Ehe, ob da ohne, auch ohne Ritual oder so. Also das gibt nicht diesen Status der Ehe, das habe ich letzte Woche ziemlich ausführlich erklärt. Dieser Status, den Ehe im Christentum oder im Westen hat, hat Ehe im Buddhismus nicht, sondern es ist einfach eine Beziehung von zwei Menschen, die miteinander leben und ja, zusammen sind. Und dann gibt es noch weitere Aussagen, die der Buddha macht, speziell für die Frau, auch wieder fünf. Ja, so unterstützt auch die Frau ihren Mann und zeigt ihr Mitgefühl auf fünf Arten. Das ist natürlich, wenn man das so feministisch sieht, dann okay. Sie kümmert sich gut um ihre Pflichten, das ist die erste Pflicht. In einer anderen Übersetzung, das Hauswesen ist wohl bestellt durch sie, okay. Die zweite Pflicht ist, sie ist gastfreundlich zu Verwandten und Besuch. Ja, ein bisschen weiter ausgelegt würde ich sagen, man schafft in der Beziehung eine Haltung nicht nur von Großzügigkeit einander gegenüber, sondern eine allgemeine Haltung oder Kultur von Großzügigkeit. Drittens, sie ist treu. Interessant ist das Einzige, was zweimal genannt wird. Sie schützt das, was der Mann nach Hause bringt. Ja, sie hält den Besitz in treuer Hut, ist eine andere Übersetzung. Und sie ist geschickt und arbeitsam in ihren Belangen. Also okay, das ist nur bedingt übertragbar in die heutige Zeit. Aber ich fand es interessant, trotzdem mal zu schauen, was der Buddha sagt. Ich dachte, ich habe mal so analysiert von diesen 10 Punkten, 3 beschreiben eine bestimmte Haltung. Und mit moderneren, allgemeineren Begriffen ist das die Haltung von Wertschätzung,
die Haltung von Respekt und die Haltung von Freiraum geben. Und über all diese Punkte werde ich gleich auch noch ein bisschen mehr sagen, weil ich die wichtig finde. Vier beschreiben den konkreten Umgang miteinander, wie zum Beispiel Treue und Großzügigkeit, und drei mehr so lebenspraktische Fähigkeit, wie ne, Pflichten und fähig zu sein in der Ausführung seiner Pflichten und so weiter. Soweit der Buddha und sein Rat für Männer und Frauen, die miteinander leben. Ich wollte ein bisschen systematischer das angehen und dachte, ich gehe durch die fünf Vorsätze. Ich möchte mir einfach, die fünf Vorsätze sind so das Fundamentale. Wenn man sich als Buddhistin, als Buddhist betrachtet, übt man die fünf Vorsätze. Ob man meditiert oder nicht, ne? Das ist nicht immer, dass alle wirklich regelmäßig meditieren, aber wenn wir die fünf Vorsätze nicht üben, dann praktizieren wir nicht. Also das ist sozusagen die Basis von Praxis, und deswegen wollte ich mal durch die fünf Vorsätze gehen. Der erste Vorsatz ist der absolut fundamentalste. Wir kennen die Vorsätze alle. Ja, der erste Vorsatz besagt, dass wir uns bemühen, nicht zu verletzen, und dass wir uns um die Entwicklung einer liebevollen Haltung bemühen. Das ist der fundamentalste aller fünf Vorsätze. Wenn man die reduzieren müsste auf eine Kernaussage, die fünf Vorsätze, wäre es die. Sozusagen der Boden, die Basis für alle anderen vier Vorsätze. Uns ist eine Haltung, die wir natürlich in alle unsere Beziehungen hineintragen. Ja, ob das Beziehungen mit unseren Kollegen sind oder mit Freunden oder mit Eltern oder mit Partner. Wir bemühen uns um die Entwicklung von Metta, und wir bemühen uns vor allem darum, weniger zu schaden, weniger zu verletzen, weniger Menschen weh zu tun. Und trotzdem passiert es natürlich immer wieder. Und wir machen das, indem wir lernen, ja, das ist wichtig, das üben wir in der Metta Bhavana, wir machen das, indem wir lernen, die andere Person mehr als eigenständige Subjekte wahrzunehmen. Und unsere natürliche Tendenz ist, die anderen als Objekte wahrzunehmen. Ja, jemand steht mir im Weg, muss weg, oder jemand gibt mir was ich brauche, dann will ich das haben. Also ich beziehe mich oft auf Menschen dahingehend, was ich von denen kriegen kann, ob sie mir was Angenehmes tun oder was Unangenehmes. Und Metta ist die Haltung, oder der erste Vorsatz, Gewaltlosigkeit, ist die Haltung, wirklich die anderen als eigenständige Subjekte wahrnehmen zu lernen, immer mehr wahrnehmen zu lernen, als jemand, der empfindet, fühlt. Wir lernen sozusagen, uns in die Haut eines anderen zu versetzen und durch deren Augen die Welt zu sehen. Das ist, worin wir uns üben, wenn wir Metta üben. Wir üben uns in Empathie, in uns in andere hineinversetzen. Und das drückt sich aus in freundlicher Sprache, in freundlichem Umgang miteinander, in Hilfsbereitschaft und vielen anderen Weisen. Aber das zugrunde liegende ist das, den anderen wahrzunehmen als eigenständiges Subjekt. Okay, was sind die besonderen Übungsfelder vom ersten Vorsatz in einer Paarbeziehung? Ich habe mich erinnert, dass als ich mit meinem Partner zusammengezogen bin, vor fast 20 Jahren, ist echt lange her, und wir waren zu dem Zeitpunkt schon 6 Jahre oder so zusammen, hatten auch schon ein Kind zusammen, aber sind eben erst dann zusammengezogen, dass ich eine gute Freundin, meine Kalyana Mitra, meine spirituelle Freundin Prasadavati, gefragt hat, irgendwelche guten Tipps, wenn wir jetzt zusammenziehen? So, ne? Mir war das auch nicht, ich dachte, mal schauen, wie das wird. Und sie hat so überlegt, sie war da zu dem Zeitpunkt schon länger verheiratet, und sie sagte, passt auf, dass ihr den Respekt voreinander nicht verliert. Das war ihr guter Rat. Und ich muss sagen, im Laufe der Jahre dachte ich, das war ein richtig weiser Rat. Ein richtig weiser Rat. Und habe ich oft wieder dran gedacht im Laufe der Jahre. So eine Paarbeziehung bringt Intimität, bringt ein Nahsein, eine Vertrautheit miteinander. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele Leute eine Paarbeziehung wollen. Nicht nur wegen Sex, ja, Sex braucht man keine Beziehung für einzugehen, sondern vor allem wegen dieser Intimität, dieser emotionalen Vertrautheit und Wärme und Verlässlichkeit, die man sucht. Man kennt sich sehr gut, ja, vor allem wenn man zusammenlebt. Man muss nicht zusammenleben als Paar, aber wenn man zusammenlebt, dann kennt man sich manchmal besser, als einem lieb ist. Ja, man weiß um alle angenehmen und auch unangenehm lästigen Gewohnheiten des anderen. Man kennt nicht nur die öffentliche Seite in der Beziehung, man kennt auch die private Seite. Man sieht sich und erlebt sich gegenseitig in allen möglichen Beziehungen. Ja, unausgeschlafen, genervt, frustriert, prämenstruell, ich weiß nicht. In allen möglichen Verfassungen erleben wir uns als Partner. Und das kann leider oft auch begleitet sein von einem Verlust an Respekt. Und was ich mit Respekt meine, ist, dass man den anderen als würdevolles Gegenüber sieht. Diese Intimität, diese Vertrautheit kann manchmal so ein Gefühl mit sich bringen, als wäre der andere so eine Verlängerung von meiner selbst. Ja, manchmal gibt es das ja sogar so Redewendungen, ja, dass man sagt, mein Partner ist meine bessere Hälfte. Grauenhafte Redewendung eigentlich.
Ich meine, gut, dass es die bessere Hälfte ist, aber eigentlich sollte ich mir selbst ganz sein, oder? Eigentlich sollte ich den anderen nicht als Teil von mir sehen und schon gar nicht mich als halb oder den anderen als halb. Ja, aber oft erlebt man in dieser Intimität so eine Art Verfließen der Grenzen und man betrachtet den anderen mehr als Verlängerung seiner selbst, als hätte man so einen Anspruch da, auch einen Besitzanspruch. Und das zeigt sich manchmal in so ganz kleinen Dingen, die wir gerne mit Partnern tun, die wir normalerweise mit anderen Leuten weniger tun würden. Wie zum Beispiel sich ins Wort fallen oder einen Satz zu Ende sprechen, den der Partner, die Partnerin angefangen hat. Oder eine Entscheidung treffen für die Partnerin, den Partner, ohne zu fragen, ohne selbst zu realisieren, dass man gerade eine Entscheidung trifft für den anderen. Sich einmischen in Entscheidungen des anderen. Das kennen wir alle von vielleicht unseren eigenen Beziehungen oder wir alle, wenn wir keine eigene Beziehung haben, kennen wir Leute, die in Beziehungen sind. Und manchmal sieht man ja in anderer Leute Beziehungen mehr als in den eigenen. Ich kenne das auch von alten Paaren gerne mal, dass sie sich so da reinreden mit Essen. Also meine Mutter sagt meinem Vater, wenn er satt ist, jetzt bist du satt, jetzt hast du genug gegessen. Ich hoffe, das wird sich nie im Internet anhören. Was für eine Respektlosigkeit eigentlich, ne? Oder kommentiert die Tischmanieren des anderen oder sein Aussehen, ihr Aussehen. Also so in vielen kleinen Sachen, so viele kleine Respektlosigkeiten, die man in dem Moment gar nicht als respektlos erlebt, weil man sie so selbstverständlich macht. Mir fiel das auf, als ich letztens mit einer Freundin zusammen war, die rief ihren Mann an und wollte ihn einladen, mit zu einem Konzert zu kommen. Und das Konzert, das hatte eine bestimmte Bedeutung. Das war nicht irgendein Konzert, das war wichtig, weil das war eine besondere Gelegenheit und so. Und sie rief ihn an und er sagte, nee, habe ich kein Interesse. Sie sagte, okay, habe ich mir schon gedacht, tschüss, und legte auf. Und ich dachte, wenn ich so meine erweiterte Familie angucke, ja, so verschiedene Leute in meinem erweiterten Familienkreis, Geschwister und so weiter, es würde nie so laufen. Das würde laufen mit, wie, jetzt komm doch mit, das ist aber wirklich wichtig, da solltest du aber mitkommen. Willst du wirklich nicht? Überleg dir das doch nochmal. So, und also das ist die Art von Kommunikation, die man auch von Paaren kennt. Und ich fand das ganz beeindruckend, wie sie so diese Frage stellte, die ihr wichtig war, und dann Nein hörte und sagte, okay, und das einfach angenommen hat. Das ist das ist Respekt. So würden wir das mit unseren Freunden wahrscheinlich auch machen. Dann würden wir auch nicht bohren und drängeln und betteln und jammern. Für den Partner antworten ist auch sowas. Ne? Jemand stellt eine Frage, man antwortet für seine Partnerin oder seinen Partner. Und was sich eben einschleicht, auch in einer Beziehung, gerade auch wenn die länger andauert, wenn die stabil ist, wenn das eine gute Beziehung ist, in Anführungsstrichen, also so eine, wo man sich halbwegs sicher fühlt, dass man den anderen auch für selbstverständlich nimmt, dass man sich so sicher der Beziehung ist, dass man die Wertschätzung verliert und dass man den anderen vielleicht gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, so ein bisschen auf Automatik schaltet, ja, so lang nebeneinander herlebende Ehepaare kennt man vielleicht, man schaut sich gar nicht mehr richtig an. Selbst wenn man so Fragen stellt, wie, oh, wie war es heute auf der Arbeit oder guten Morgen, wie hast du geschlafen? Das sind so Routinefragen, die man jeden Tag stellt. Aber hat man noch echt das Interesse? Hat man wirklich noch, schaut man noch wirklich hin? Nimmt man den anderen Menschen wirklich noch jeden Tag wirklich wahr? Das ist was, was man üben kann, üben muss wahrscheinlich. Oder hinhören. Ja, wie oft ist es so, Partnerin, Partner fängt an, was zu erzählen, man denkt, ah, kenne ich schon. Geschichte kenne ich schon. Ich weiß jetzt schon, was kommt. Ich brauche gar nicht zu Ende reden. Kann ich dir auch ins Wort fallen? Ich weiß jetzt schon, was kommt. Das sind so diese Respektlosigkeiten und dieses nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr als eigenständigen, vollwertigen Menschen wahrnehmen. Wie oft drücken wir Wertschätzung aus in langjährigen Beziehungen? Drücken wir die, empfinden wir die noch? Aber selbst wenn wir sie empfinden, drücken wir sie aus? Bringen wir die aktiv zum Ausdruck? Wahrscheinlich, wenn wir irgendwo bei Freunden zum Essen eingeladen sind, es ist lecker, dann sagen wir irgendwas. Ja, danke, es schmeckt lecker, es ist gut gekocht. Machen wir das mit unseren Partnern, wenn die täglich oder regelmäßig für uns kochen? Wahrscheinlich seltener. Und was auch passiert ist, das Schöne an einer Beziehung, einer intimen Beziehung jeder Art, ist, dass man dann entspannter ist. Man ist entspannt, man ist locker, man hat nicht so diese Masken auf, man hat nicht so diese Hab-Acht-Stellung, man ja, ist ein bisschen entspannt, locker. Man ist ganz sich selbst, wie es so schön heißt. Und was passieren kann, dass das in so einer Situation das ethische Gewahrsein nachlässt. Dass die Rede ein bisschen gröber wird, ein bisschen flapsiger. Wir sind einfach weniger vorsichtig mit den Gefühlen unseres Gegenübers. So unsere Empfindsamkeit, unsere Sensibilität kann nachlassen.
Manchmal zeigt sich das auch in Witzen auf Kosten des anderen. Die sind ja irgendwie lieb gemeint, ne? Man ist nur so ein Frotzeln gegenseitig. Aber das Frotzeln kann schnell auch grenzwertig werden und respektlos und grenzüberschreitend werden, wenn man jemanden aufzieht. Ja, man denkt auch, das ist nur ein Ausdruck von liebevoller Nähe, aber eigentlich ist es ein bisschen übergriffig. Also auch da die Ethik der Rede, ganz wichtig. Und wenn man sein Gegenüber, seinen Partner, seine Partnerin halt ständig um sich hat, dann kann es auch sein, dass manche Sachen, die man vorher gut aushalten konnte, einen irgendwann richtig nerven. Und das können manchmal total triviale Sachen sein, die einen total auf die Palme bringen. Das können manchmal kleine Gewohnheiten sein, wie die Körperhaltung des anderen oder ob jemand anders beim Essen schmatzt oder dass die andere Person immer die Lichter anlässt oder immer die Haare im Abguss lässt. Also das kennt man ja, dass sich unglaubliche Streits an solchen totalen Trivialitäten entzünden können. Weil da etwas ist, was einen stört, aber weil es einen wiederholt und wiederholt und wiederholt stört, entwickelt man eine regelrechte Allergie dagegen. Und dann kommt eine völlig überschießende Reaktion, die überhaupt nicht mehr im Verhältnis steht zu dem Anlass eigentlich. Oder es zeigt sich in ständigem Nörgeln, ständigen Nörgeln, unzufrieden sein. Und wenn sowas sich steigert, also diese Respektlosigkeit und diese sich gegenseitig aufreiben oder auf die Palme bringen, dann kann das wirklich ziemlich destruktiv werden. Es kann bis dahin kommen, dass man das Gegenüber nur noch als eine Art Karikatur ihrer selbst oder seiner selbst sieht. Dann ist der Partner, der irgendwie eher der Entspanntere ist, ist dann irgendwie der faule Schluffi oder der Partner, der unheimlich aktiv ist, der Getriebene, weiß ich nicht. Oder der Feldwebel, also man sieht sozusagen die negativen oder die Schwächen im anderen als total überzogen und projiziert aufeinander. Das ist dann meistens so gegen Ende einer Beziehung. Ja, entweder kriegt man dann das Ruder rumgerissen oder das geht dann ziemlich schnell zu Ende. Also wenn man den Partner, die Partnerin nur noch auf ihre Schwächen reduziert. Und da muss man lernen, den anderen wieder in seiner Ganzheit zu sehen. Und das ist eine Arbeit am eigenen Geist. Ne? Das ist, wenn in Beziehungen diese Art von Streitigkeiten passieren, dann geht es nicht darum, dass der andere sich ändert, um uns nicht mehr zu provozieren. Dann müssen wir an unserem eigenen Geist arbeiten, um nicht diese Allergien zu entwickeln oder nicht diese überschießenden Reaktionen. Und wie wir das machen können, eigentlich so, wie wir in Metta-Bhavana auch arbeiten. Ne? Wir können über die Qualitäten unserer Partnerin, unseres Partners reflektieren. Wir können uns wieder lernen, mit Empathie in die andere Person hinein zu versetzen. Und manchmal hilft es auch, ein bisschen Distanz in eine Beziehung zu bringen. Wenn eine Beziehung zu klebrig ist, zu aufeinander fixiert, dann kann es helfen, einfach ein bisschen innere Distanz wieder zu gewinnen, um auch wieder den Respekt zu gewinnen. Mangelnder Respekt ist eine Form von Gewalt. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Auch wenn es nur subtil ist, ist eine Form von Gewalt. Es geht gegen den ersten Vorsatz. Und wenn uns das trotzdem passiert, was wahrscheinlich der Fall ist, irgendwann, dann ist es gut, wenn wir lernen, uns zu entschuldigen. Ganz normale, basale Fähigkeit in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, aber leider nicht bei allen Menschen wirklich gut entwickelt. Also ne, die Fähigkeit, wirklich einzusehen, wenn man was falsch gemacht hat und sich dann auch zu entschuldigen, wirklich zu sagen, Entschuldigung, es tut mir leid, es anzuerkennen, was wir auch üben natürlich, wenn wir Eingeständnis von Fehlern üben. Okay, der zweite Vorsatz. Im zweiten Vorsatz geht es darum, nichts zu nehmen, was nicht gegeben wurde, beziehungsweise in der positiven Formulierung Großzügigkeit zu üben. Und ich dachte, was sind da so spezielle Arbeitsfelder einer Beziehung? Ich dachte, nicht Gegebenes zu nehmen. Manchmal eben, wenn man sich so nah ist und die Distanz verliert, dann nimmt man schon mal auch in ganz praktischer Hinsicht Sachen, die nicht gegeben wurden. Vielleicht einfach was sich auszuleihen, ohne zu fragen, ohne dass das vorher besprochen wurde. Oder gar was von der Partnerin, dem Partner an jemand anderen auszuleihen, weil man es sozusagen als auch das eigene Hab und Gut wahrnimmt, ohne zu fragen. Oder selbst so Kleinigkeiten wie, wenn sie sich mal was Leckeres gekauft hat, es einfach aufzuessen, ohne zu fragen. Also einfach diese kleinen Dinge, wo man denkt, ja, das ist doch so in der Partnerschaft. Aber es sind kleine Weisen, was zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Selbst in gewisser Weise, wenn ich Arbeit liegen lasse, die ich eigentlich fertig machen müsste, ich mache irgendwas und lasse meinen Kram liegen und ich weiß, da wird jemand hinter mir aufräumen. Es ist nicht Gegebenes zu nehmen. Ich habe nicht gefragt, ob die Person hinter mir aufräumen will. Aber ein anderer Bereich, der auch in der Partnerschaft passieren kann, der mit Nicht-Gegebenen zu nehmen zu tun hat, ist, wenn man nicht mehr die Privatsphäre eines anderen respektiert, was leider auch manchmal in Beziehungen passieren kann. So unschöne Sachen wie
Manchmal ist es vielleicht fast harmlos. Man macht die Post des anderen auf. Man denkt, ah, das ist ja jetzt was Offizielles. Das ist ja offensichtlich kein privater Brief, kann ich aufmachen. Aber ist nicht an mich adressiert. Warum mache ich das auf? Selbst wenn ich weiß, dass es nichts Persönliches ist, ist es ja nicht an mich gerichtet, die Post. Oder dann natürlich gibt's diese hässlichen Sachen, die passieren, wenn Eifersucht ins Spiel kommt, dass man dann die Tagebücher des anderen liest oder seine E-Mails. Auch so Sachen passieren in Beziehungen. Ein total eklatanter Übergriff Nehmen von etwas, was einem nicht gegeben wurde. Und dann kann man auch auf psychische Weise nehmen, was nicht gegeben wurde. Zum Beispiel, ich komme nach Hause und ich habe jetzt echt das Bedürfnis, was loszuwerden. Und statt zu fragen, hast du jetzt ein Ohr für mich? Bist du überhaupt aufnahmefähig? Quassel ich einfach los? Ich lasse einfach Dampf ab. Ich erzähle, was ich erzählen muss, um mir was von der Seele zu reden. Aber ich nehme gar nicht wahr oder frage gar nicht erst, hast du im Moment, ist das für dich jetzt okay? Ich habe Redebedürfnis. Solche kleinen Sachen. Das ist, ich nehme eine Aufmerksamkeit, ich nehme Raum, der mir nicht bewusst gegeben wurde. Oder auch das Bedürfnis, was man leider auch oft sieht in Beziehungen, dieses Bedürfnis, ja fast so eine Art ein Hunger nach ständiger Bestätigung, nach Selbstbestätigung, Hunger danach wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden, ein Hunger danach ständig validiert zu werden. Also als müsste ich durch das, was ich von meiner Partnerin, meinem Partner will, ständig sozusagen mir selbst versichern, dass ich existiere, wichtig bin und liebenswert bin. Ich ergreife die ganze Zeit nach so einer Art von Aufmerksamkeit. Ich will besonders sein, ich will wahrgenommen werden. In gewissem Maße ist das wahrscheinlich menschlich, aber es kann auch neurotische Züge annehmen, wenn ich ständig nach dieser Aufmerksamkeit greife. Und manchmal erwarte ich Dinge, wo ich finde, die sind vielleicht ganz vernünftig zu erwarten. Ich erwarte jetzt vielleicht eine bestimmte Art von Intimität oder eine bestimmte Art von Einfühlsamkeit. Aber mein Partner oder meine Partnerin kann das nicht bieten oder will das gerade nicht bieten. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich in einer Beziehung bin, habe ich ein Recht darauf. Habe ich aber nicht. Also sich zu fragen, was sind Sachen, die ich erwarte, obwohl ich nie wirklich geklärt habe, ist das was, was meine Partnerin, mein Partner mir geben kann und mir geben will? Vielleicht haben wir unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eine Partnerschaft aussieht. Und meine Vorstellungen sind nicht die richtigen. Nur weil ich ein Bedürfnis habe, heißt das nicht, dass die Welt das erfüllen muss. Auch mein Partner nicht. Ich erinnere mich an eine Situation, das ist schon echt ziemlich lange her, mit meinem Partner, wo ich irgendwie so eine schwierige Zeit hatte, wo dann innere Prozesse waren und ich hatte davon erzählt, über was die sich entwickelt oder bestimmte Einsichten über mich selbst und dann ein paar Monate später wollte ich da wieder was drüber erzählen und er hatte das alles wieder vergessen. Und so ein paar Mal und ich war echt stinkig, ich war echt so, ich dachte, wozu erzähle ich dir das alles, das interessiert dich, also wieso nicht, du vergisst das hier alles wieder. Und irgendwann wurde mir bewusst, der vergisst auch solche Prozesse bei sich selbst immer wieder. Also irgendwie, das ist ja nicht, dass er das nicht will, sondern irgendwie ist das nicht, wie er tickt. Irgendwie nimmt er nicht so detaillierte Informationen auf und kann sich die merken. Und dann wirklich zu meinen, nur weil ich jetzt ein Bedürfnis habe, dass jemand an meinem privaten inneren Drama dranbleibt, heißt das nicht, dass diese Person das für mich erfüllen muss. Zum Glück habe ich Freundinnen, die das können. Zum Glück habe ich Freundinnen, die an meiner inneren dramatischen Entwicklung manchmal, ja, sich das einfach ein besseres Gedächtnis dafür haben. Aber mir wurde einfach bewusst, diese Erwartungshaltung, und das ist ja wirklich, ja, das, ich erwarte was, und das heißt nicht, dass ich das Recht habe, das zu bekommen. Und manchmal erwarten wir von unseren Partnern, dass sie irgendwie intuitiv wissen, was wir brauchen. Ja. Sozusagen diese wunderbaren Fähigkeiten zum Gedankenlesen, die wir gerne in unseren Partnern hätten, die wenigsten Leute haben. Und auch das ist nicht wirklich fair und nicht realistisch. Wie können wir Großzügigkeit üben in einer Beziehung? Ja, die positive Seite vom zweiten Vorsatz. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich tausend Möglichkeiten, wie wir in einer Beziehung Großzügigkeit üben können. Vom praktischen helfen, großzügig sein, Aufgaben mal für den anderen zu übernehmen, über natürlich ganz viel Emotionales geben, Materielles geben. Da gibt es unglaublich viele Gelegenheiten. Was da manchmal im Weg steht, ist unsere Vorstellung von Fairness oder Gerechtigkeit. Die Vorstellung von Gerechtigkeit ist für jemanden, der den zweiten Vorsatz übt, manchmal überhaupt nicht hilfreich. Weil Gerechtigkeit setzt immer voraus, dass da irgendwie so eine Gleichung aufgeht. Ich gebe so und so viel und ich krieg so und so viel. Und das ist keine Großzügigkeit.
Das ist Handel. Das ist ein Tausch. Wenn wir sagen, wir haben uns unsere Pflichten im Haushalt genau geteilt und ich mache meinen Teil und du deinen, dann ist das keine Großzügigkeit, dann ist das nur Geschäftssinn, dann ist das Pragmatismus, kann auch so funktionieren, aber es ist keine Großzügigkeit. Großzügigkeit heißt, dass ich gebe, ohne aufzurechnen. Und das ist was, was man in Beziehungen besonders lernen muss, nicht aufzurechnen, nicht diese, man kennt diese inneren Dialoge und immer muss ich und ich tue und ich mache und du und was machst du, ne? So dieses innere Gezeter. Keine Großzügigkeit. Eine andere Form von Großzügigkeit, die man in allen Beziehungen braucht, aber besonders in langjährigen, nahen Beziehungen, ist die Fähigkeit zu verzeihen. Verzeihen ist auch eine Form von Großzügigkeit. Mir wurde ein Unrecht zugefügt, ich wurde verletzt, aber ich bin bereit, das loszulassen. Da nicht mehr dran festzuhalten, diese Geschichte wirklich loszulassen. Und echtes Verzeihen heißt, dass ich auch wirklich loslasse, dass ich die Sache nicht wieder hochhole, wenn der nächste geeignete Anlass ist, dass ich nicht wieder es immer wieder hochkrame aus der Erinnerungskiste von schmerzhaften Erinnerungen, sondern dass ich wirklich loslasse, wenn es ausgesprochen und verziehen ist. Das sind ein paar Gedanken zum zweiten Vorsatz. Zum dritten Vorsatz sage ich jetzt nichts, weil ich dazu nächste Woche viel sagen werde. Vierte Vorsatz, Ehrlichkeit. Ja, der Vorsatz, nicht die Unwahrheit zu sprechen oder nicht zu täuschen und stattdessen ehrlich zu sein, ist das Fundament von Vertrauen. Ja, Ehrlichkeit ist das Fundament von Vertrauen. Vertrauen kann absolut nicht wachsen, wenn da nicht Ehrlichkeit und Offenheit ist. Für alle Beziehungen gilt das. Aber ganz besonders gilt das natürlich für langfristig angelegte Beziehungen. Wenn da keine Ehrlichkeit ist, dann wird Vertrauen überhaupt nicht gedeihen können. Und es ist ein kostbares Gut. Also wenn ich einen Wutanfall kriege, kann ich das in der Regel wieder gut machen, indem ich mich entschuldige und bessere. Bei vielen Sachen kann ich es wieder gut machen, aber wenn ich unehrlich war, dann ist es sehr schwierig, das wieder gut zu machen. Wenn Vertrauen einmal weg ist, dauert das echt lange, bis das sich wieder aufbaut. Also Unehrlichkeit ist was, was extrem zerstörerisch ist für alle Beziehungen. In gewisser Weise, glaube ich, besteht eine Verbindung zwischen der Fähigkeit, ehrlich zu sein und der Fähigkeit, Metta und vor allem Selbstmetta zu üben und Selbstrespekt. Ich habe mir so mal überlegt, wann sind die Momente, wo man am ehesten dazu neigt, unehrlich zu sein? Und sehr oft, nicht immer, aber sehr oft sind das Momente, in denen man einen bestimmten Aspekt seiner selbst so unakzeptabel findet, dass man ihn einfach nicht aussprechen will, wollte sagen kann. Man findet es unmöglich, das zu zeigen, weil man es in gewisser Weise selbst so unakzeptabel findet. Das heißt, je mehr, da sieht man, wie die Vorsätze zusammenhängen, je mehr ich in der Lage bin, selbst Metta zu haben und mit mir selbst im Reinen zu sein, mit all meinen Fehlern, mit all meinem Mist, wenn meine Würde intakt ist, dann kann ich in der Regel auch leichter ehrlich sein. Wenn meine Würde nicht intakt ist, weil ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, ist es schwieriger, auch anderen gegenüber ehrlich zu sein. Wenn ich wirklich mit mir selbst im Reinen bin und meine Würde intakt ist, dann kann ich zu dem stehen, was nicht gut ist. Ja, ohne dass ich das Gefühl habe, ich zerbreche daran. Ich kann einfach zu meinen Fehlern stehen, zur Wirklichkeit. Bezüglich Ehrlichkeit wollte ich zwei Punkte kurz erwähnen. Eine ist, wenn wir wirklich ehrlich sein wollen, setzt das voraus, dass wir uns im genauen Wahrnehmen üben. Das heißt, je genauer wir wahrnehmen können, desto ehrlicher können wir sein. Und ich werde ein paar konkrete Beispiele dafür nehmen. Weil was wir oft meinen mit Ehrlichkeit, wenn wir jetzt ganz ehrlich was sagen, ist, was wir sagen, eigentlich oft nur eine Meinung oder eine Geschichte, die in unserem Kopf abläuft oder eine bestimmte Sichtweise. Es ist nicht die Wahrheit. Also zum Beispiel, wenn ich ganz ehrlich meinem Partner sagen würde, du gehst mir im Moment echt auf die Nerven, weißt du das? Dann sage ich eigentlich nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit wäre, ich bin im Moment richtig gereizt. Das ist eigentlich, was ich wahrnehme. Was ich wahrnehme ist, ich bin gereizt. Aber ich bin gereizt, du bist der Auslöser und deswegen sage ich, du bist im Moment nervig. Und im Moment habe ich das Gefühl, das ist ganz ehrlich, weil du gehst mir im Moment echt auf die Nerven. Ich habe das Gefühl, das ist ganz ehrlich, frei von der Leber weg, aber eigentlich ist es nicht wirklich ehrlich, weil es nicht eine genaue Beschreibung dessen ist, was ich beobachten kann. Und im Buddhismus üben wir uns, in Meditation wirklich genau zu beobachten. Nicht bei ersten Eindrücken stehen zu bleiben, sondern wirklich zu gucken, was passiert in unserem Geist. Das heißt, wenn ich Gefühl habe, du nervst, dann ist, was ich wirklich spüre, ist hier Irritation, Gereiztheit. Und das kann ich ausdrücken, ehrlich. Aber ich muss daraus keine Du-Aussage machen.
Oder so klassische Themen in Beziehung. Du bist zu viel weg. Du bist ja nie zu Hause. Was ich wirklich damit sagen will, ist, mir fehlt gerade ein bisschen Nähe oder ich fühle mich manchmal einsam oder ich fühle mich manchmal nicht in Kontakt mit dir. Eigentlich könnte ich das anders formulieren, wenn ich ehrlich sein will. Und das wäre ehrlicher, weil das ist, was ich ehrlich sagen will. Mir fehlt gerade was. Das ist, was ich ehrlich sagen kann. Wenn ich aber sage, du bist zu viel weg, dann rede ich nicht mehr über Wirklichkeit, sondern über eine Geschichte. Und dann geht der andere natürlich sofort in Defensiven und erklärt anhand des Kalenders, warum er oder sie nicht viel weg ist und so kommt man nicht wirklich voran. Genau, das dachte ich auch, als ich diese, ich dachte, gewaltfreie Kommunikation für diejenigen, die das kennen, ist sehr hilfreich, um zu lernen, diese Ich-Aussagen zu machen, zu lernen, was passiert gerade tatsächlich in meinem Geist. Gewaltfreie Kommunikation, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das ist nach Marshall Rosenberg. Oder der Klassiker beim Zusammenleben, ob nun in Paarbeziehungen oder in WGs, du machst zu wenig. Und die wirkliche, echte, ehrliche Aussage ist, mir ist es gerade zu viel. Ich fühle mich hier gerade überfordert. Ich mag nicht mehr. Das ist die ehrliche. Das heißt, ich muss, da ist wieder die Verbindung zwischen Ehrlichkeit und Achtsamkeit. Ja, je achtsamer ich bin und wahrnehmen kann, was gerade in meinem Geist vorgeht, sich geht, desto wahrhaftiger kann ich auch kommunizieren. Und gewaltfreier. Ein zweiter Punkt zum Thema Ehrlichkeit ist, Ehrlichkeit heißt nicht, dass man immer alles sagt. Das ist, glaube ich, manchmal ein Fehler, den man machen kann. Vielleicht, wenn man gerade auch anfängt, die 5 Vorsätze zu üben, denkt man, wenn ich ehrlich bin, dann sage ich immer alles. Und das ist nicht, was damit gemeint ist. Besonders dann, wenn in meinem Geist richtig destruktive oder unheilsame Sachen vorgehen, dann ist es nicht das Hilfreiche, es ist sofort rauszuplatzen damit. Immer alles zu sagen, was mir durch den Kopf geht, ist impulsgetrieben. Das ist nicht ehrlich und ganz sicher nicht weise. Es ist einfach nur, ich lass mich von Impulsen treiben. Da kommt ein Impuls und paff, ich schieße es raus, ohne zu überlegen, wozu das führt. Manchmal kann das ein Irrtum sein, der auch verbunden ist mit der Idee von Nähe oder Intimität. Ja, wenn ich mit jemandem nah bin oder intim, dann kann der alles von mir wissen oder sie kann alles von mir wissen. Dann kann ich auch alles sagen, was mir durch den Kopf geht. Das kann so eine falsche Vorstellung von Nähe sein. Der Buddha hat mal zum Thema rechte Rede was gesagt. Er sagte, wenn man den Mund aufmacht, sollte man sich erstmal fragen, ist das, was ich sage, wahr? Also wahr auch in dem Sinne, den ich vorher meinte. Ja, wirklich wahr, nicht nur Meinung, die ich daraus platze. Ist es wahr? Aber selbst dann sollte man es noch nicht sagen. Dann sollte man sich fragen, ist es hilfreich? Und wenn es wahr ist, aber nicht hilfreich, halte ich den Mund. Und wenn es hilfreich ist, aber nicht wahr, halte ich auch den Mund. Und wenn es wahr ist und hilfreich, dann warte ich immer noch ab und frage mich, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja, diese 3 Sachen frage ich mich erst. Ist es wahr? Ist es hilfreich? Ist es der richtige Zeitpunkt? Und erst dann spreche ich. Hohes Ideal. Würde unsere Kommunikation wahrscheinlich ziemlich stark verlangsamen, was vielleicht keine schlechte Sache wäre. Aber gerade beim Thema Ehrlichkeit, ne, nicht alles, was wahr ist, muss ich sagen. Ich muss auch fragen, ist es hilfreich? Und ist es die richtige Zeit? Wir Ordensmitglieder haben ja 10 Vorsätze, 10 ethische Vorsätze, nicht nur 5, und wir haben 4 Redevorsätze, 4 Sprachvorsätze, was zeigt, was für ein heikles Terrain die Sprache ist. Und spannend finde ich auch einen der anderen Sprachvorsätze, nämlich die harmoniestiftende Rede. Also, wie stifte ich mit meiner Sprache Eintracht, Harmonie? Und da kann man sich gerade in der Partnerschaft fragen, wie spreche ich über meine Partnerin? Wie spreche ich über meinen Partner, wenn er nicht da ist? Ja, diese kleinen Respektlosigkeiten, die ich am Anfang so erwähnt hatte, können auch dazu führen, die können sich auch zeigen darin, wie ich mit meinem Partnerin oder meinem Partner rede. Ist das höflich? Ist das respektvoll? Ist das metavoll? Ist es ausgewogen? Oder mache ich manchmal ein bisschen eine Karikatur, wenn ich Anekdoten erzähle aus unserem Zusammenleben, weil ich irgendwelche Lacher ernten will oder ein bisschen Mitgefühl ernten will? Also ist meine Rede harmoniestiftend? Wichtige Frage. Der 5. Vorsatz, den konnte ich jetzt nicht so ganz anwenden auf Partnerschaft, höchstens im weitesten Sinne. Also 5. Vorsatz, nicht den Geist mit Drogen oder Substanzen zu trüben. Im weitesten Sinne könnte man sagen, aber das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass wir versuchen, unsere Partnerschaft oder unsere Familie, wenn das Partnerschaft mit Kindern ist, nicht als eine Art Droge zu verwenden. Also nicht als irgendetwas, worum unser ganzes Leben kreist und was uns ablenkt von den wirklich tiefen Prozessen, zum Beispiel unsere Praxis
Achtsamkeit, Bewusstsein für uns selbst. Was mich zu einem Punkt bringt, der nicht ganz unter die fünf Vorsätze passt, aber den ich wichtig finde in Bezug auf Paarbeziehung, nämlich den Punkt Eigenständigkeit. Auch das für Dharma-Praktizierende ein ganz wichtiges Thema, innerhalb einer Beziehung seine Eigenständigkeit zu bewahren. Es kann in Beziehungen öfter mal die Neigung so geben, sich ineinander zu verwickeln. Ja, man ist sehr stark aufeinander bezogen. Man hat fast das Gefühl, die Grenzen verschmelzen. Das ist so eine Einheit. Man verbringt ganz viel Zeit miteinander und ist innerlich auch gedanklich ganz stark aufeinander bezogen. Emotional ganz stark aufeinander bezogen. Man definiert sich vielleicht über die Partnerschaft. Ja, das ist das Erste, worüber man sich definiert, ist diese Partnerschaft. Und das ist oft im gegenseitigen Einvernehmen, ja? Das wollen beide so. Insofern ist es nicht unethisch, es ist nicht ein Verstoß gegen den zweiten Vorsatz, es ist nicht das Nicht-Gegebene zu nehmen. Wenn beide das wollen, so eine Art symbiotische Beziehung, dann ist das natürlich nicht unethisch. Aber trotzdem ist es problematisch, wenn man versucht, ein spirituelles Leben zu führen. Versuchen, spirituelles Leben zu führen, heißt, das ist jetzt eine Terminologie speziell von Sangharakshita, aber ich finde sie hilfreich, heißt, immer mehr zu einem Individuum zu werden. Was Sangharakshita damit meint, heißt, immer mehr seiner selbst bewusst zu werden als eine Ganzheit, seiner selbst bewusst zu werden, für sich selbst Eigenverantwortung zu nehmen, für das eigene Handeln, für das eigene Fühlen, für das eigene Denken, Eigenverantwortung zu übernehmen, sein Leben wirklich in die Hand zu nehmen und unabhängiger von äußeren Einflüssen zu werden. All das sind so Kriterien für das, was Sangharakshita ein wahres Individuum nennt. Ja, jemand, der wirklich auf eigenen Beinen steht, dessen Denken, Fühlen und Handeln nicht sehr stark fremdgeleitet ist, sondern sehr stark aus innen heraus geleitet ist. Heißt nicht, dass man unabhängig ist, völlig unabhängig. Natürlich sind wir immer verbunden mit anderen Menschen, aber ein sehr starkes In-sich-Ruhen. Ein in sich ruhen, ohne um sich zu kreisen, weil das wäre Individualismus. Ein in sich ruhen, ohne um sich zu kreisen. Wenn man nur aber eine Paarbeziehung hat, die von ganz großer gegenseitiger Abhängigkeit gekennzeichnet, also sehr symbiotisch, sehr stark aufeinandergezogen, ist das sehr schwierig, das ist unmöglich, diese Art von Individualität zu entwickeln, diese Art von geistiger, innerer Unabhängigkeit. Und wenn man in so einer abhängigen Beziehung ist, Sangharakshita bezeichnet das manchmal als eine neurotische Beziehung, eine neurotische Paarbeziehung. Das sind starke Worte. Und er hat mal gesagt, sehr umstritten, sehr provozierend, wie unser Lehrer gerne mal so ist, das Paar, in dem Fall meinte ein neurotisches, symbiotisch aneinander klammerndes Paar, das ist, was er meint, kann ebenso wenig Teil von einer spirituellen Gemeinschaft sein, wie siamesische Zwillinge Teil eines Ballettensembles. Wenn ich total auf einen anderen Menschen bezogen bin und mich gar nicht denken kann ohne diesen anderen Menschen, kann ich dann ein spirituelles Leben führen? Kann ich dann Teil einer spirituellen Gemeinschaft sein? Kann ich für mich handeln? Starke Worte. Und diese Tendenz kann natürlich ist nicht unbedingt so stark immer ausgeprägt, aber man kann sich fragen, habe ich die Tendenz vielleicht subtile Anklänge von diesem übermäßig aufeinander bezogen sein. Und Fragen, die dabei helfen können, das für sich zu klären, ist, kann ich ohne meine Partnerin, ohne meinen Partner längere Zeit sein? Kann ich gut auch mal weg sein? Mache ich auch mal was anderes? Und ich meine jetzt nicht eine Stunde, ich meine schon so eine Woche oder länger. Kann ich auf Retreat fahren, ohne in regelmäßigen Kontakt mit meiner Partnerin, meinem Partner zu sein? Wenn ich mal weg bin, für längere Zeit, muss ich täglich telefonieren? Wenn ja, warum? Gibt es wirklich so viel zu erzählen oder ist es nicht dieses etwas Neurote, sich täglich wieder aufeinander sein, das anderen versichern, so eine Rückversicherung? Bist du noch da? Ich bin noch da. Bist du noch da? Ich bin noch da. So wie Vögelchen, die piep, 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 piep. Entschuldigung, wenn ich läster. Ja. Ist meine Partnerin, mein Partner ständig präsent in meinem Gewahrsein? Wenn ich zum Beispiel irgendwo bin, weiß ich immer, so habe ich so ein instinktives Gefühl dafür, wo die andere Person ist im Raum oder setze ich mich automatisch immer ganz in die Nähe? Wie ist es, wenn wir in wichtigen Dingen nicht einer Meinung sind? Kann ich das gut aushalten oder finde ich das ganz schwierig? Ja, kann ich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner auch in wichtigen Dingen ganz unterschiedlicher Meinung sein? Kann ich das so stehen lassen, ohne dass mich das in meinem Selbstgefühl gefährdet? Habe ich einen eigenen Freundeskreis? Habe ich eigene Beziehungen? Oder haben wir Beziehungen als Paar? Und eine weitere Frage, löst die Vorstellung,
unsere Beziehung könnte irgendwann enden, löst das in mir Panik aus. Auch das, eine interessante Frage. Und innerlich eigenständig zu sein, auch innerhalb von einer Liebesbeziehung, heißt ja nicht, dass da weniger Liebe ist oder weniger Respekt oder weniger Nähe. Das heißt nur, dass da eine viel reifere Beziehung miteinander ist. Sankaracharya, der sagte auch mal, auch das finde ich so ein sehr schöner Ausspruch von ihm, er sagte mal, nur wer wirklich allein sein kann, kann wirklich mit anderen sein. Nicht interessant. Ich glaube, er sagt es dann auch andersrum, wenn ich mich richtig erinnere, nur wenn. Aber den Teil finde ich besonders spannend. Ja, nur wer wirklich alleine sein kann, wer diese Reife hat, in sich selbst zu ruhen und sich selbst, ja, in sich selbst ganz zu sein, kann in eine wirkliche Beziehung mit einem anderen eintreten. Wenn ich aus einem Gefühl von Mangel komme, wenn ich selbst mich nicht vollständig fühle, dann greife ich immer in eine Bedürftigkeit. Also wenn ich dann in Beziehung gehe, dann will ich was haben. Dann greife ich aus, ich sauge an dem anderen, ich ziehe an dem anderen. Das heißt, eine wirkliche, mettervolle, reife Beziehung kann ich nur dann eintreten, wenn ich eine gewisse innere Eigenständigkeit habe. Und in einer guten Beziehung würde das heißen, dass die Partner einander erlauben, diese Eigenständigkeit zu entwickeln und einander darin fördern, diese Eigenständigkeit zu entwickeln, ja, die eigene Kraft freizusetzen. Und was ich manchmal so total traurig finde, ich habe das schon mehrfach gesehen, ist bei so alten Ehepaaren, die gute Ehen führen, sogenannte gute Ehen, wenn ein Partner stirbt, dass der andere dann plötzlich aufblüht, schon mehrfach erlebt. Traurig. Und die waren sich wahrscheinlich zu Lebzeiten nicht bewusst, dass sie sich irgendwie gegenseitig begrenzt haben. Hätten sie wahrscheinlich, aber der eine stirbt und der andere entdeckt plötzlich ganz neue Interessen, ganz neue Ressourcen, ganz neue Eigenständigkeit, ganz neue Eigeninitiative. Ja, eigentlich traurig. Wäre doch toll, wenn man das schon zu Lebzeiten könnte. Mein vorletzter Punkt. Lass deine Partnerin, lass deinen Partner seinen, ihren eigenen Weg gehen. Gerade so in spirituellen Dingen. Das ist ein Thema, was man immer und immer wieder hört im Sangha, wenn Leute anfangen zu praktizieren. Wenn Menschen anfangen zu praktizieren, wirklich Zuflucht zu nehmen, wirklich sozusagen Blut geleckt haben am Dharma und wirklich merken, ja, das ist wichtig, da sind echte Werte, da ist ein echter Pfad, dann ist es so natürlich und so verlockend zu versuchen, seine ganze Umgebung zu missionieren und insbesondere den eigenen Lebensgefährten oder Lebensgefährtin. Nur sind die oft sehr widerstrebend. Törichterweise sehen die das einfach nicht ein, dass der Dharma der Weg ist und dass sie den jetzt auch gehen sollen. Und es gehört wirklich die innere Größe dazu, wenn es eine respektvolle Partnerbeziehung ist, die innere Größe dazu, Partnerin, Partner den eigenen Weg gehen zu lassen. Und wenn der eigene Weg einer von nicht spiritueller Entwicklung und nicht bewusstem an sich arbeiten ist, dann ist es wichtig, das zu akzeptieren. Und es ist schwer, manchmal das auszuhalten. Es ist manchmal echt schwer auszuhalten, weil man hat was entdeckt. Man hat das Gefühl, wenn du das praktizieren willst, dann wird dir das so viel besser gehen und du könntest bestimmte Muster knacken, wenn du das nur machen willst. Aber wenn die Person das nicht will, dann will sie das nicht und sie ist eigenständig. Und das müssen wir wirklich lernen zu respektieren. Und es geht auch gar nicht. Ja, wir können niemanden mitnehmen auf dem spirituellen Weg. Wenn wir versuchen, unsere Partnerin, unseren Partner mitzunehmen auf dem spirituellen Weg, dann ist es kein spiritueller Weg. Dann ist es ein, weiß ich nicht, ein Paar-Hobby. Wir meditieren jetzt. Früher gingen wir ins Theater, jetzt gehen wir meditieren. Ja, das wäre kein spiritueller Weg. Ein spiritueller Weg geht nur aus wirklich absolut freiem eigenen Entschluss. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ja, also das ist was, da müssen wir dran arbeiten. Umgekehrt, angenommen, Partnerin, Partner ist auch auf einem spirituellen Weg, vielleicht auch Dharma-Übende. Und dann ist es wichtig, dass wir lernen, der spirituellen Entwicklung unseres Partners nicht im Weg zu stehen. Dass wir unserem Partner den Raum geben, den er oder sie braucht. Ja, dazu, zu spiritueller Praxis gehört Zeit alleine, gehört Zeit auf Retreat zu fahren, gehört Zeit für andere Freundschaften, für andere Beziehungen, Raum für andere Beziehungen. Und wenn man es wirklich ernst meint mit Zufluchtnahme, also wenn man wirklich das Gefühl hat, das ist der Weg, auf den ich wirklich 100% mich einlasse, ja, spätestens wenn man um Ordination bittet, in den Orden eintritt, dann sagt man damit im Grunde genommen zu seiner Partnerin, zu seinem Partner, ich weiß, dass ich nicht das Wichtigste in deinem Leben bin. Und das ist okay. Und du bist auch nicht das Wichtigste in meinem Leben. Und das ist auch okay.
Das sagt man sich vielleicht nicht so ins Gesicht. Wobei, ne, in manchen Beziehungen ist das auch was, was man einfach so sagen kann. Aber das ist eigentlich, worauf es hinausläuft. Wenn ich wirklich sage, ich nehme Zuflucht zu den drei Juwelen in aller Entschiedenheit, dann sage ich gleichzeitig, ich nehme nicht Zuflucht zu meinem Partner. Ich kann immer noch sehr gern haben. Ich kann immer noch eine super Beziehung führen. Da kann ganz viel Liebe, Freundschaft, Nähe, Verpflichtung, Verbindlichkeit sein. Aber wir sind nicht das Wichtigste füreinander. Und das ist okay. Das ist sogar gut. Ja, und in dieser idealen Beziehung, wo auch noch beide praktizieren, Wunder über Wunder, kann es natürlich sein, dass da noch eine andere Dimension in eine Beziehung reinkommt. Dass man nicht nur Partner ist, nicht nur Liebespartner, nicht nur Lebensgefährten, sondern auch spirituelle Freundschaft sich entwickelt. Auch das ist möglich in einer Liebesbeziehung. Das ist durchaus möglich. Das ist dann eine Dimension, die wirklich die Beziehung nochmal ganz an andere Orte auch tiefer führen kann. Aber spirituelle Entwicklung ist immer unvorhersehbar. Das ist das Wesen von spiritueller Entwicklung. Wenn wir wüssten, wo es genau hinführt, dann wäre es ja sozusagen das schon Bekannte. Das ist ja das Einlassen auf das Unbekannte. Und es bleibt immer so diese Offenheit. Ja, wenn ich mich verändere, wenn meine Partnerin, mein Partner sich verändert, dann passiert echte Veränderung. Dann weiß man nicht, wohin das einen führt. Und das kann auch irgendwann dazu führen, dass man sich voneinander trennt. Und das, diese Nichtwissen auch aushalten zu können. Ohne Angst. Ja, mein allerletzter Punkt, da würde ich gerne ein bisschen Weisheit ins Spiel bringen. Ich habe jetzt viel über Ethik gesprochen, weil ich denke, da ganz, ganz viele der Punkte haben mit Ethik zu tun. Aber ich dachte, worin besteht buddhistische Weisheit? Was heißt es, weise zu werden? Was heißt im buddhistischen Sinne Weisheit? Eine Weise, wie das oft beschrieben wird, ist, dass jemand, der weise ist, erkennt die drei Lakshanas, er erkennt die drei Merkmale bedingten Seins, drei Merkmale von Samsara. Und eines dieser Merkmale ist, dass Samsara unvollkommen ist und bleibt. Samsara, also die Welt, wie wir sie kennen, lässt sich nicht perfekt machen, egal wie doll wir probieren. Sie ist nie völlig befriedigend. Es bleibt immer ein Rest von Dukkha, von Unbefriedigtheit. Und das gilt für alle Aspekte von Samsara, auch für unsere Liebesbeziehung. Das heißt, wenn wir als Buddhisten merken, ach, hab eine ganz nette Liebesbeziehung, aber so hundertprozentig perfekt ist die nicht. Dann ist alles gut, weil das ist, was der Buddha gelehrt hat. Wenn wir was anderes denken, sind wir verblendet. Das ist kein Drama. Es darf ein Rest Unbefriedigtheit bleiben, weil das ist die Natur der Dinge, das ist die Natur der Wirklichkeit. Diese Art von Dingen kann mir keine völlige Befriedigung geben. Völlige Befriedigung kann ich nur in mir finden, aus mir heraus, in meinem Geist durch Erwachen. Und damit müssen wir auch lernen, liebevoll umzugehen. Und manche von euch kennen den Begriff Kshanti, Geduld. Das wird oft mit Geduld übersetzt, aber eigentlich ist Kshanti nicht Geduld im Sinne von, ich sitze an der Bushaltestelle und warte geduldig auf den Bus, sondern ist eine Haltung von warmem, liebevollem Umgehen mit der Tatsache, dass nichts völlig befriedigend ist. Also zu lernen, mit den unbefriedigenden Natur der Dinge umzugehen, ohne Widerstand zu leisten und mit einer liebevollen, offenen Weise. Das ist eigentlich, was mit Kshanti gemeint ist. Und das ist, was man definitiv in einer langjährigen Beziehung auch übt. Ja, dieses liebevolle, geduldig damit zu sein, dass nicht alles perfekt ist. Und dass das kein Problem ist. Soweit meine Gedanken für heute.